kurz mal 5 Minuten Zeit. Zeit für aufregenden Motorsport, Seitenwagenrennen. Sitzen Sie bequem? Keine Frage, die man im Übrigen während eines Rennens an seinen Beifahrer stellt. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden, Geschosse bis zu 210 PS, immer spektakulär und natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Sidecar World Championship, 8 Rennen im Jahr, davon 3 in Deutschland und erstmals seit 30 Jahren ist auch ein deutsches Team wieder ganz vorne mit dabei. Nürnberg, Bergisches Land. Vater Rolf Steinhausen und Sohn Jörg, aktueller Vize-Weltmeister, über die Faszination Seitenwagenrennen. Seitenwagen gehört schon zu den körperbetonten Sportarten. Wir hadern nicht, wenn es darum geht, die Kurve zu verteidigen oder mal eine Berührung anzugehen. Also das ist bei uns ein probates Mittel, um ein Rennen zu entscheiden. Und dann dazu eben die Wahnsinnigen hinten im Seitenwagen, die eben nochmal extra für Action sorgen mit ihrer Turnerei. Und das ist schon sehenswert, durchaus. Also wer einmal an der Strecke war, der hat selten Kritik geübt. Das ganz große Geld kann man hier nicht verdienen. Es ist halt nicht die Formel 1. Mit viel Eigenleistung und Sponsorenhilfe geht es in eine spannende Saison 2013. 2013 ist schon eine harte Saison. Man weiß, alle anderen rüsten sehr auf. BMW zieht auch mit, aber zwischen 50.000 und 80.000 fehlen einfach. Und die müssen wir also über das Jahr erfahren oder irgendwie zusammenkriegen, damit das die Saison dann zu unserer Zufriedenheit ausgeht. Ne? Und nun erleben wir den Start zum ersten Weltmeisterschaftslauf des Jahres 1966 für die Seitenwagenfahrer. Die Motoren dröhnen, der Kampf beginnt auf der Startlinie. Wie ein Pfeil schießt Max Deubel mit seinem Beifahrer Emil Hörner aus dem Feld und übernimmt die Spitze. Seit 1949, ein Jahr vor der Formel 1, gibt es die Weltmeisterschaft im Seitenwagen. Damals sollten bis zu 400.000 Zuschauer die Strecke. Es war die Zeit, als auch Rolf Steinhausen von diesem Sport ergriffen wurde. Eine Begeisterung, die der Weltmeister von 1975 und 76 an seinen Sohn Jörg weitergegeben hat. Aber Söhne und erfolgreiche Väter, das ist nicht immer ganz so einfach. Da war das für mich eher schwierig, so als Schüler, weil man immer Sohn von. Irgendwann ist das als Teenie nicht so toll, aber trotzdem war ich immer stolz auf das, was hier erreicht wurde. Und natürlich hat man immer hingeschielt und wollte auch sowas in der Art machen, weil es toll ist, im Fahrerlager zu sein. Einfach, das gehört ja mit dazu. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, dass ich nichts anderes als Rennfahrer sein möchte. Jörg Steinhausen, Vize-Weltmeister 2012, weil es im letzten Rennen in Le Mans ein paar technische Probleme gab. Nur die Engländer Burchill und Burchill waren ganz knapp besser. Eine Weltmeisterschaft, von der wenig zu hören und zu sehen war, vor allem in Deutschland. Das ist ja kein Sport, der in den Medien so präsent ist und den Kiddies aufschnappen im Fernsehen und den Daddys sagen, jo, das möchte ich jetzt machen, sondern eher irgendwas, wo man hinwächst. Und das ist sicher ein Argument dafür, dass wir alle ein bisschen älter sind. Viele über 40, manche Beifahrer sogar über 60. Aber das macht ihn auch aus, diesen Sport, bei dem man in der Boxengasse auch noch Zeit für das eine oder andere Foto und das eine oder andere Pläuschchen findet. Seitenwagenrennen, Motorsport mit Nähe zum Fan. So, das ist sicherlich ein wesentlicher Unterschied zu den wirklich dann großen Rennserien. Bei uns kann man ins Zelt, bei uns kann man in die Werkstatt, bei uns kann man sprechen, anfassen und kriegt auch noch ein bisschen die Technik erklärt. Und so versuchen wir eben die Leute abzuholen. Das ist aber nicht, was wir mit Kalkül machen, sondern ist einfach so entstanden, sehr traditionell auch, bodenständig eben. Am 14. April wird die neue Saison in Aragon, Spanien eröffnet. Eine Saison, in der Jörg Steinhausen Weltmeister werden will. Aber was er sich noch mehr erhofft ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Ein eher seltener programmatischer Ansatz beim Leistungssport. Und so wünschen sich die Steinhausens. Keine großen Veränderungen. Das wäre so mein Hauptwunsch. Also ich schätze sehr, dass wir es eben so machen können, wie wir es gerade tun. Also ich mache mir nichts draus, einer normalen Arbeit nachzugehen und das in meiner Freizeit zu gestalten. Natürlich wäre es toll, wenn wir das kostendeckend machen könnten und die paar Baustellen, die wir noch haben am Fahrzeug, auch umsetzen könnten mit ein bisschen mehr Budget. Aber ich verfolge jetzt oder wünsche der Serie eigentlich nicht, dass sie
viel weiter wächst als das Stadion, was wir jetzt gerade haben, weil es gut machbar ist und wirklich viel Freude macht. Ich habe den Sport nie aufgehört zu lieben. Also werden wir alles daran setzen, den Titel nochmal hier in Bergische zu holen. Wünschen wir also alles Glück der Erde oder besser gesagt Hals- und Beinbruch passt besser. Sie können es gebrauchen, die Steinhausens, in dem Jahr, in dem Jörg den Weltmeistertitel wieder nach Deutschland holen möchte.